Hi ho und willkommen zurück, meine ja lieben Let's Play Fans bei Undertale in meinem Sonntagsspecial. Ich starte aus dem Hauptmenü raus, einfach aus dem Grund, weil jedes Mal, wenn wir einen Miniboss besiegen, sozusagen, indem wir uns freundlich mit ihm unterhalten, ändert sich das Hauptmenü. Im Augenblick sehen wir Flowey hier unten. Und ja, ich packe den Mauszeiger mal weg. Weg mit dir, habe ich gesagt. So. Troll mich nicht. So, weg mit dir. Ja, aber es wird sich immer weiter ändern. Gut. Legen wir einfach mal los und laden den Spielstand vom letzten Mal. So, da sind wir auch schon wieder. Ingame. Mit dir hatten wir schon gesprochen, oder? Yo, Battling Monsters, genau das mit dem Act Fight und Mercy hatten wir schon. Im letzten Mal. Oh, kommt schon gleich ein Boss. Ein Bossfight. Ja, ein Fight. Torvill kann uns nicht auf uns aufpassen. Und zwar kämpfen wir gegen Wimsun. Und wir könnten Wimsun gleich sperren. Können sie aber mal checken. Wimsun, Attack 5, Defensivo. This boss is too sensitive to fight. I'm sorry. Yay, Schmetterlinge. Wimso avoids eye contact. Versuchen wir mal Console. Halfway through your first word, Wimso's burst into tears and runs away. You earn 0 XP and 0 gold. Gut, ja, was ich gerade sagen wollte. Das letzte Mal, in der letzten Aufnahmesession, haben wir ja Toriels langen Phone Call gehabt, wo sie Probleme hatte mit einem weißen Hund. Aber jetzt machen wir weiter und gehen erstmal hier oben rein. In den schönen Raum hier. Und auf dem Podest stehen. It says take one. Take a piece of candy. Nö. You decided not to take some. It says take one. Take a piece of candy. Yes. You took a piece of candy. Press C to open the menu. Also ja, jetzt haben wir da unser Monster Candy. Monster Candy heals 10 HP. Has a distinct non-licorice flavor. Ja, wir könnten noch eins nehmen. Take a candy. Yes or no? Ich mach mal no. Dann würde da nämlich stehen, schäm dich. Du bist erbärmlich, dass du einfach noch eins nimmst, obwohl da steht, nimm nur eins. Und wenn wir dann nochmal versuchen, eins zu nehmen, werfen wir aus Versehen die Schüssel runter. Aber da wir ja ein netter Charakter sind, halten wir uns daran und nehmen nur eins. Und da wir nicht länger auf Toriel warten wollen, gehen wir einfach mal weiter. Wenn uns Forget nicht auffällt. Check. Forget, Attack 5, Defense 5. Life is difficult for this enemy. Ribbit, ribbit. Ja, vor allem, weil er uns hier oben nicht erreicht. Forget doesn't seem to know why it's here. Armes Forget. Geben wir mal ein Kompliment. Forget didn't understand what you say, but was flattered anyway. Blushes deeply. Ribbit. Ja, jetzt attackiert er uns auch mit Fliegen. Und wir können ihn sperren. 2 Gold haben wir gewonnen. So, dieser Raum sieht hier vollkommen verdächtig aus. Mit diesen Rissen im Boden. Und ja, wir fallen einfach durch. Gut, zum Glück können wir einfach auf der anderen Seite wieder hochgehen. Wing? Hello, this is Toriel. For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch? Ja, wir können jetzt aussuchen, ob wir Cinnamon oder Butterscotch mögen. Ich weiß nicht, was genau passiert, wenn man Butterscotch nimmt, weil es gibt da noch einen Dialog, wenn man Cinnamon nimmt. Deswegen nehme ich jetzt auch Cinnamon, wie immer. Oh, I see. Thank you very much. Klick. Wing. Hello, this is Toriel. You do not dislike Butterscotch, do you? I know what your preference is, but... Would you turn up your nose if you found it on your plate? Right, right, I understand. Thank you for being patient, by the way. Klick. Also ja, diesen Dialog da gerade meinte ich, wo sie anruft und fragt, ob wir was gegen Butterscotch haben. Ich weiß nicht, ob der kommt, wenn wir von Anfang an Butterscotch ausgewählt hätten. Hallo, Wimsum.
Wir können dich auch terrorisieren. You raise your arms and wiggle your fingers. Wimson freaks out. I can't handle this. Wimson is hyperventilating. Console. Ja. Und rennt wieder weg. Aber wir haben diesmal 2 Gold gewonnen. Also müssen wir Wimson immer terrorisieren. So, schieben wir mal den Stein. Habe ich das überhaupt gelesen? 3 out of 4 Grey Rocks welcome you push them. Also der vierte hat was dagegen, wenn man ihn pusht. Gut. Ja, dieser Raum hier ist sehr freundlich. Mal sehen, ob ich ihn auf Anhieb hinkriege. Scheinbar. Oder auch nicht. Genau, hier steht nämlich... Please don't step on the leaves. Ja, das ist ein kleiner Rätselraum. Oh, forget at Wimson. Terrorisieren wir Wimson mal wieder. I can't handle this. Croak, croak. Au. Mit was werden wir da jetzt bespuckt von Forget? Kompliment an Forget. Also ja, wenn man gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft, greifen die einen auch gleichzeitig an. Man muss also wirklich gucken, dass man allem ausweicht. So. Und wir können beides sperren und kriegen 4 Gold. Also was ich gerade sagen wollte, das hier ist ein Rätsel. Und zwar müssen wir uns das Pattern hier unten merken, damit wir oben nicht wieder runterfallen. Wenn wir nämlich über den Blättern laufen, krachen wir runter. So. Genau so. Das war nämlich ein Tick zu weit. Oh, Molsmo blocked the way. Hallo, Molsmo. Check. Attack 6, Defense 0, Stereotypical... oder Stereotypical... Covacously attractive, but no brains. Bubble Bob. So. Wir können es imitieren oder mit ihm flirten. Flirten wir mal. You wiggle your hips, Molsmo wiggles back. What a meaningful conversation. Squatch. Ja. Und Mercy. You won, you earned 1 gold. Ja, das war jetzt nicht schwierig. Auch wenn wir sexy mit der Hüfte geschwungen haben. So, neuer Versuch hier durchzukommen. Didn't you read the sign downstairs? Doch, haben wir gelesen. Und wir werden wieder von Froggit angegriffen. Beziehungsweise er hoppt close. Kompliment. Froggit didn't understand what you say, but was flattered anyway. Blushes deeply. Ribbit, ribbit. Ja, er wird rot. Hm. So, 2 Gold. Und wir kommen weiter. So, hier sind wieder... Hier sind 3 Felsen diesmal. Wimson, terrorize. Wimson freak out. I can't handle this. Wow. Wow, Fliegen ausweichen. Und Froggit, wenn wir streeten, was kommt dann? Froggit didn't understand what they say, but was scared anyway. Shiver, shiver, I'm sorry. Wow, ja, das ist fies jetzt. Na gut, tun wir Froggit noch ein Kompliment machen. Froggit didn't understand what you say, but was flattered anyway. Jo. Und spare. 4 Gold. So. Wie ich sagte, hier sind jetzt 3 Steine. Also mit dem Stein vorhin sind es 4. Den oberen können wir nochmal verschieben. Den in der Mitte können wir nochmal verschieben. Jetzt haben wir 3 von 4 Steinen verschoben. Also. Wow, der Partner. Who said you could push me around? Ja, der vierte hat wirklich was dagegen, dass wir ihn verschieben. Hm? So you're asking me to move over? Okay, just for you, Pumpkin. Ja, das war jetzt sehr hilfreich. Hm? You want me to move some more? Alrighty, how's this? Das war nicht hilfreich, Kumpel. Hm? That was the wrong direction? Okay, I think I got it.
Na also. Was that helpful? Ja. Nein. You wanted me to stay there? You are giving me a real workout. Aren't things easier when you just ask? Ja, Steine, die sich selber bewegen. Und wieder Froggit und Wimsum. Und ja, man merkt erstmal Miau und Froggits. Man merkt daran, dass man Geld kriegt durch mehr Geld kriegt durch Gegner. You are intimidated by Froggits was strange. Just only kidding. Wenn man durch Gegner Geld bekommt, mehr Geld bekommt, dann merkt man, dass man sie richtig gesperrt hat. Deswegen geben wir Froggit ein Kompliment. Er wird wieder rot. Wir müssen seinen Fliegen ausweichen und können Merci machen. Jo. Also ja, wenn wir Wimsum normalerweise sperren, kriegen wir sonst 0 Gold. Oh, und ein Save Point. This cheese has been here quite a long time. It's stuck on the table. Ja, es ist am Tisch festgeklebt und die Maus, die hier quiekt, will ihn sich nicht holen. Knowing the mouse might one day leave its hole and get the cheese, it fills you with determination. Safe. Ja, wir haben schon wieder über 10 Stunden gespielt. Oh, da blockiert wieder jemand den Weg. Ein Geist, an dem wir nicht vorbeikommen und durch den wir nicht einfach durchlatschen können. Are there gone yet? Gone yet? This ghost keeps saying that out loud, rapidly, pretending to sleep. Move it with force? No. Okay, gehen wir einfach wieder. Nö. Z, 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 are there gone yet? Z, 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 Z. This ghost keeps saying that out loud, rapidly, pretending to sleep. Move it with force? Okay, dann bewegen wir dich mal. Hier kam Snapster Blug. Und ja, ich muss ehrlich sagen, was ich auch besonders mag in Undertale, die Soundtracks. Jetzt hier zum Beispiel das Snapster Blug Theme. Jo, aber ich mach mal jetzt weiter. Napster Blug, check. Napster Blug, Attack 10, Defense 10. This monster doesn't seem to have a sense of humor. Oh, I'm real funny. Deswegen heulst du. Oh. Wahrscheinlich Säure-Tillen. Napster Blug is staring into the distance. Act, Napster Blug. Wir können mit ihm flirten, wir können ihn aufheitern oder ihn bedrohen. Flirten wir mal. I just weighed you down. Really not feeling up to it right now. Sorry. Ja, er fühlt sich da nicht so fit für. Also heilen wir ihn mal. Heiten wir ihn mal auf. You gave Napster Blug a patient smile. Huh. Oh, jetzt weiter andere Tränen, die garstig sind. Napster Blug just looks just a little bit better. Napster Blug. Flirt. I just weigh you down. Hat wieder nicht geholfen. Also halt und Wim weiter auf. You take Napster Blug a little joke. Vielleicht den Skeleton Joke mit den Shingles von Toriel. Wie hat er gesagt auch, dass wir Witze erzählen sollen? Flirt. I just weigh you down. Okay. Wow. Oh. Ja, das hat schon was, dieses Shoot-em-up-mäßige. Und wie ich ja bereits gesagt habe, jeder Gegner hat seine eigenen Attack-Patterns. Was es doch ein bisschen kreativer macht. Napster Blug wants to show you something. Let me try. Ja, die Tränen steigen jetzt auf. I call it Dapper Blug. Ja, mit dem Zylinder. Do you like it? Natürlich. Napster Blug eagerly awaits your response. Flirt. Oh no. I usually come to the ruins because there's nobody around. But today I made somebody nice. Oh, I'm rambling again. I get out of your way.
Jo, ich hoffe mal, das war jetzt trotzdem richtig, dass wir selbst zum Luxo gesperrt haben. Durch Flirt, weil normalerweise mache ich es immer durch Cheer. Spider-Bag Sale. All proceeds go to your spiders. Jo, hier sind zwei Netze. Die 7G in the web. 7G. Lassen wir einfach mal 7G. Some spiders crawled down and gave you a donut. Wie nett. Leave 18G in the web. 18 Gold haben wir leider nicht. You didn't have enough gold. Also müssen wir das mal sammeln. Did you miss it? Spider Bank sale down and to the right. Curried food made by spiders, for spiders, of spiders. Ja, Essen aus Spinnen. Sehr schön. Hallo du. Ribbit, ribbit. So. My friend never listened to me. Whenever I talk, they skip through my words by pressing X. That's right, pressing X. Hm. Well, at least you listen to me. Ribbit, ribbit. Jo. That's right. Oh, not you too. So, normalerweise müsste er jetzt... Okay, er ist nicht weg. Weil wenn wir einmal seinen Dialog skippen mit X, dann ist er eigentlich beleidigt und geht. Aber hat er wohl hier nicht gemacht. Okay, Migos crawled up close. Erst einmal flirten wir wieder mit Moltzmoll. You wiggle your hips, Moltzmoll wiggles back. What a meaningful conversation. Legion, we are Legion. Ja. Und Spare. Nothing like alone time. Und ja, der Käfer geht jetzt voll ab, weil er sich freut, dass er jetzt alleine ist. Check. Bigops. Attack 7, defense 5. It seems evil, but it's just with the wrong crowd. Hm, cha-cha-cha. Jo, berühren dürfen wir trotzdem nicht. Reden wir mal tief. Ja. Okay, Mercy. 3 Gold. Fehlt uns nur noch mal 3 Gold. Okay. Dann können wir uns nämlich auch von dem großen Spinnnetz was kaufen. Ribbit, Ribbit, I heard using F4 can make you have a full screen. But what does F4 stand for? For Fox? I've only seen a maximum of 3 Fox in this room. This is troubling to say the least. Ribbit. Und der letzte. Ribbit, Ribbit. I have heard you are quite merciful for you. Sure you know by now a monster with a yellow name when you can spare it. What do you think of it? Ja, ich kann hier wieder ein Easter Egg triggern, indem ich sage, it's bad. Really? Then I tell all my friends to tell their friends' friends. Never use yellow names. How about that? Keep yellow names, no more yellow names. Okay, I will let him know not to use yellow names. Ribbit, ribbit. How are you doing without yellow names? It's great. Bring them back. Huh? It's rather inconvenient that you changed your mind like this. Since I told everyone not to use yellow names, everyone threw theirs out. Ja, wir werfen einfach mal unsere gelben Namen weg. Well, last year it was fashionable to have pink names. I think everyone still has those in their closet somewhere. I will ask everyone to look, but this is the last time. Ribbit, ribbit, I hope you are satisfied. Ribbit, ribbit. Ja, gut. Wing. Hello. I just realized that it has been a while since I have cleaned up. I was not expecting to have company so soon. There are probably a lot of things lying about here and there. You can pick them up, but do not carry more than you need. Someday you might see something you really like. You will want to leave room in your pockets for that. Click. Okay, dann suchen wir jetzt mal. Mal sehen, ob ich ihn finde oder ob ich den nur später irgendwann finde. Ah, ich finde ihn. There's an ant-sized frog in a crack in the wall. It waves at you. Ja, ein ameisengroßer Frosch sitzt hier in einer Ritze. Ich habe da einen vierten Frosch gefunden.
Du sagst aber nichts Neues, oder? Das ist troubling to say the least, will mit. Ja gut, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen rum, bis ich wieder angegriffen werde. So, und jetzt sind die Namen pink. Ich imitiere mal dich. You lie immobile with mold small. You feel like you understand the world a little better. Slime sounds. Wow. Ja, Bullets. Und ich flieg rein. Ich hab dich schon. Jetzt kann ich dich sperren. Noch in luck alone time. Jo, er danzt wieder ab. Also können wir dich aussperren. Und haben jetzt genau das richtige Gold, um im großen Netz auch was zu kaufen. Ja. Gave you a chuck. Okay. Gucken wir uns mal die Gegenstände an, die wir jetzt haben. Wir haben einen Spider-Donut. Spider-Donut. Hier ist 12 HP. A donut made with Spider-Cedar in the batter. Jo. Und das andere Item ist der Spider-Cedar. Spider-Cedar. Hier ist 24 HP. Made with full spiders, not just the shoes. Ja, lecker.